Bei Europol im niederländischen Den Haag stehen seit Montag und noch bis Mittwoch reisende Einbrecherbanden im Mittelpunkt. Die Initiative zu diesem Treffen mit rund 300 Teilnehmern ging von der Münchner Polizei aus. Sinn und Zweck der Konferenz ist nicht die Konferenz selbst, sondern das, was daraus entsteht. Zum einen ist es ganz wichtig, eine Netzwerkbildung zu betreiben, die auch über die Konferenz hinaus Bestand hat bei all den beteiligten Staaten und Teilnehmern. Das ist der eine Nutzen und vor allem ist es deswegen wichtig, weil es in eiligen Fällen unverzichtbar ist, schnelle und direkte Kontakte zu haben und dazu dient auch diese Netzwerkbildung. Dank der Freizügigkeit können Einbrecherbanden bequem von Ost nach West fahren, ohne an Grenzen kontrolliert zu werden. Die polizeilichen Ermittlungen müssen dagegen oft vor Landesgrenzen und unterschiedlichen Gesetzen Halt machen. Wir können alle voneinander lernen. Im Sinne von Best Practice, entweder ich übernehme gute Ansätze von einem anderen Partner oder wir entwickeln gemeinsam Best Practice, gute Ansätze. Und deswegen haben wir hier auch 10 Workshops, themenspezifisch, für polizeiliche und justizielle Fragestellungen eingerichtet. Laut Hermann Utz wollen die Tagungsteilnehmer Gemeinsamkeiten und Problemfelder in der Kriminalitätsbekämpfung erkennen und Lösungsansätze erarbeiten. An dieser internationalen Konferenz nehmen Experten, die mit den Phänomenen reisende Banden konkret beschäftigt sind, aus allen EU-Staaten und insgesamt aus 38 Staaten teil, von Justiz und von Polizei. Die Münchner Polizei hat auf Schengen-Straßen Fahndungskontrollgruppen im Einsatz. Die bayerische Polizei setzt in Grenznähe Schleierfahnder ein. Beide sollen quasi die erste Barriere für reisende Banden sein. Die Nacheile ist nicht das Problem. Also wenn wir hier einen Einbrecher frischer Tat ertappen und der uns an der Stoßstange hat, dann hat er ein Problem, der wird uns nämlich nicht mehr los. Und die Rechtshilfesysteme und die Nacheileregelungen in europäischen Nachbarländern ermöglichen uns das dann auch. Der kommt nicht weit. Anders sieht es aus mit dem Zusammenführen von Erkenntnissen. Besonders intensiv wird eine Freiheitsstrafe oder eine juristische Würdigung dann, wenn wir die bandmäßige Begehung nachweisen können, wenn wir die Organisation dahinter nachweisen können. Und das klappt nur dann, wenn ich nachweisen kann, dass der Tatort in London, in Brüssel, in Paris, in Zürich, in Wien und in München von den gleichen Tätern nach dem gleichen Modus und in der gleichen organisatorischen Führung begangen wurde. Und das zusammenzutragen ist sehr schwierig und bedarf natürlich einer Vernetzung der entsprechenden Fachdienststellen. Und das versuchen wir hier. Ein Europa ohne Grenzen, für Einbrecherbanden ein Traum, für die einzelnen Polizeibehörden noch ein weiter Weg, den die Münchner Polizei vorangehen möchte.